Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren CarPack Review hier in Forza Motorsport 6. Und zwar ist das Turn 10 Summer CarPack erschienen. Nachdem wir ja hier rechts gesehen schon das Select CarPack hatten, kriegen wir jetzt von Turn 10 eben das Summer CarPack. Vielleicht kriegen wir ja dann auch noch irgendwann das. Keine Ahnung. Suchen wir es uns aus. Irgendwas CarPack. Ja. Ganz überraschend, ich dachte, es kommt erst nächste Woche, aber sie gehen wohl wieder ihren alten Gewohnheiten nach bei Turn 10 und bringen es am ersten Dienstag des Monats ein CarPack raus, deswegen hat es mich ein bisschen überrumpelt. Bin auch ganz ehrlich, ich war auch so, wo ich so erst so drüber geguckt habe, eigentlich nichts Besonderes so, aber dann beim zweiten Mal hinsehen, vor allem, ihr kennt ja meine Reviews oder die, die es nicht kennen, lernen es jetzt vielleicht kennen, hoffentlich, wenn sie nicht abschalten. Ja, hab dann natürlich Informationen zu den Autos zusammengesucht und dann habe ich so gemerkt, eigentlich sind die ganz schön geil. Ja? Aber ja, fahren wir es erstmal, gucken mal, wie es umgesetzt wurde und dann werde ich mein ganz persönliches Fazit am Ende nochmal sagen, ob sich die 6,99 denn wirklich lohnen oder eher nicht. Ja, zum Summer-Paket, CarPack, kann man schon mal sagen. Content-Update weiß ich noch nicht, ob das mit drin ist. Es wurde ja auch im August angekündigt, ob eins kommt. Weiß nicht, ob das schon drin ist. Wurde noch nirgends vermerkt. Vielleicht wird es noch vermerkt werden im Laufe, während ich das Video schneide oder so. Ich weiß es nicht. Des Weiteren wurde auch schon ein Fahrzeug gezeigt auf der Forza Motorsport Facebook-Seite, was nicht in diesem CarPack ist, aber was sie aus Versehen hier dazu gemacht haben. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Ihr seht, oder die Leute, die schon des Öfteren hier CarPack-Reviews angeguckt haben, ihr seht, ich bin nicht im Forza Hub. Normalerweise gehe ich als ins Forza Hub und gehe dann so ein bisschen die Fahrzeuge durch, die drin sind. Das bin ich heute nicht, weil die im Forza Hub noch schlafen und haben noch nicht ihre News reingemacht. Deswegen empfehle ich einfach mal, schaltet oder guckt in der Videobeschreibung, da habe ich die News verlinkt. Das ist im Prinzip derselbe Inhalt, der auch dann im Forza Hub immer steht. Und wir sind jetzt heute hier beim auf dem Marktplatz und ich würde euch aber gerne trotzdem hier zu Beginn ganz kurz und ganz grob sagen, welche Fahrzeuge wir denn im CarPack haben und ich werde einfach die Bilder dazu einblenden. Ich denke mal, das ist so der einfachste Weg, das zu machen. Ja, und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach an, was alles mit drin ist. Wie gesagt, ich blende es einfach ein. Wir haben mit dabei den 2016er Cadillac CT-V Sedan. Ja, moderner Sedan, moderner, ja, Limo, sag ich jetzt mal, 4 Türer, 5 Türer, wie auch immer. Coole Sache, weiter geht's. 2000er BMW 323 Ti Sport. Ja, der kurze Dreier, mehr sage ich dazu nicht, gleich später mehr. Dann kommen wir zum ersten Rennwagen in diesem Pack, und zwar der 1979er Datsun Nummer 33 Bob Sharp Racing 280 ZX Turbo. Ich glaube, der hat einen Turbolader. Hm, vielleicht. Man munkelt. Ja, weiter geht's. Und zwar den 1964er Ferrari F158 F1. Ja, damit kann man schon mal sagen, ein weiterer Formel 1 oder weiteres Formel 1 Fahrzeug aus den 60er Jahren. Da will ich auch gleich noch mehr dazu sagen. Weiter geht's. Auch bleiben wir im Jahre 1964. Weiteres Rennfahrzeug, der Watson Nummer 1 Sheraton Thompson Special Roadster. Könnte man jetzt auch meinen, dass es ein Formel 1 Fahrzeug ist, aber nee, ist ein Indycar. Aber dazu sage ich auch gleich noch mehr. Dann haben wir noch mit dabei den 2016er Abarth 695 B-Poston. Ja, das spricht für sich. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ding final. Da haben wir noch den 1991er Nissan Nummer 23 Nissan R91 CP. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich Nummer 23 Nissan heißen soll und nicht Nummer 23 Nismo. Ist egal. Lassen wir es einfach mal so stehen. Gut, und ich würde auch sagen, wir fangen genau mit dem Fahrzeug an, was wir zuletzt hatten, nämlich eben mit dem Nissan, Nismo, wie auch immer, von 91. Den habe ich hier schon in der Garage stehen. Dieses schöne Teil, hier steht auch Nismo drauf, so, also ja, guck mal, das Nismo-Logo damals, ne? Da steht es auch nochmal, Nissan Motorsports International. Aha. Ja, wunderbar. Genau, was gibt es zu dem Fahrzeug zu sagen? Man kann sich schon denken, 91, diese Bauform, das muss sich doch um ein Gruppe C-Fahrzeug handeln. Und es ist es auch, es ist ein Gruppe C-Fahrzeug. Wer jetzt nicht weiß, was Gruppe C ist oder was da dazugehört, ja, 787B Mazda, Mercedes-Benz C11, Peugeot 905, Porsche 956, der Toyota TS0 10 und halt auch diese ganzen XJR Jaguars, wo wir auch ja einen hier mit im Spiel haben.
Gehört das dazu? Ich finde, das ist geil, weil damit kriegen wir nochmal so ein Fahrzeug in dieser Kategorie dazu. Ihr seht auch schon IMSA, das Fahrzeug ist in der IMSA gefahren. Le Mans ist das Vorgängermodell gefahren, 1990, das war der R90C, glaube ich. Der ist Le Mans gefahren, jetzt nicht so erfolgreich, aber er hatte durchaus Erfolge. Er ist auch in Japan natürlich mitgefahren, in den ganzen japanischen Langstreckenserien. Und wo er wirklich halt rein, wo er wirklich erfolgreich war, und das noch bis zur heutigen Zeit, das ist im 24 Stunden von Daytona gewesen, 1971. Und zwar hat dieses Fahrzeug mit 10 Runden Vorsprung diese Daytona, die 24 Stunden von Daytona gewonnen. Und jetzt kommt der Oberhammer. Dieses Fahrzeug ist ganze 762 Runden in diesen 24 Stunden gefahren. Und das ist bis heute der Rekord. Ja, das hat noch kein Fahrzeug seither mehr geschafft. Guck mal, da steht auch sogar Rolex 24 at Daytona 92. Was? Wir haben aber hier das 91er Fahrzeug. Fehler oder nicht? Habe ich da jetzt was entdeckt oder vielleicht kann mich ja jemand aufklären, vielleicht sind die da einfach im Jahr schon voraus gewesen, warum auch immer. Ja, hier, Licht geht an. Viele haben auch gesagt, ich soll mir das Fahrzeug auch ein bisschen als genauer anschauen, das werde ich auch machen, danke für den Tipp. Und da werden wir auch jetzt alles öffnen, was wir auch noch so öffnen können. Da vorne sehen wir auf jeden Fall schon mal da, ja, Luftfilter, Ladeluftkühler, ja, Luft, ganz, ganz viel Luft. Hier können wir die Türen öffnen. Sieht noch schon sehr cool aus. Hinten können wir das abnehmen. Da können wir tatsächlich ins Herzstück des Fahrzeugs gucken, den Motor. Hier sehen wir den Nissan V8. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, bereits 93 war ja dann schon die letzte Gruppe C-Saison. Danach war ja vorbei und dann ging es ja eigentlich schon mit der Ära der Prototypen los. Das waren ja so die Vorreiter der Prototypen, wenn man so möchte. Von der Bauform her und so weiter sieht man das ja auch. Ja, es ist schon echt ein böser Motorblock, der da ist. Und guck mal, wie wenig Platz da dazwischen hier. So, zack, bam, da sitzt man. Und ich würde sagen, wir sitzen auch mal rein. Ja, typisch Rechtslenker. Und da sehen wir auch diese Anzeigen, da ist noch nichts groß digital, ja. Und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Und ich würde sagen, wir schmeißen das Ding mal an. Gucken wir mal. Das klingt schon echt damn böse. Ja, auch mit Turbo-Anzeigen, mit dem Ladedruck. Hier haben wir ein bisschen elektronische. Der ist schon damn sexy und ich glaube einfach auch irgendwo, da müssen wir ja echt fast mal demnächst wirklich mal so ein Gruppe C-Special machen hier im Multiplayer, wer unsere Multiplayer-Folgen verfolgt. Also da wäre so ein Special, glaube ich, mal bitter nötig jetzt. Also da haben wir jetzt ja mehr als genug Auswahl. Und ich würde sagen, ja, machen wir das Verkleidung am besten wieder dran. Und gucken mal, was wir denn bei dem Fahrzeug so tunen dürfen. Und ja, bei P980 reiht sich das Fahrzeug schon ein. Das ist schon à la Bonheur. Wir können tatsächlich nochmal moderne Rennen. Also, das sind schon Rennreifen drauf, aber halt alte. Ja, Forza simuliert auch alte Mischung und modernere Mischung. Wir können hier modernere Rennreifenmischung drauf machen. Oder Track-Reifen, das machen wir nicht. Aber modernere Reifenmischung, sehen wir, da nimmt es ein bisschen zu vom Grip. Ja, wir können jetzt hier auch mal hier die Querbeschleunigungswerte angucken. Die sind jetzt hier bei 1,75 oder 2,56. Und hier werden sie bestimmt so. Bisschen weniger. Ja, 1,7, 2,2. Ja, ein bisschen macht schon was aus. Auch Reifenbreite können wir nochmal breiter machen. Von 310 auf 320er an der Front. Am Heck von 370er auf 380er Schlappen. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist geil. Es ist geil. Punkt. So, was können wir denn noch alles machen? Ja, Antriebswelle, also die kleinen Sachen wahrscheinlich noch. Dann noch den Luftmengenbegrenzer. So ist es auch. Und oh, da bin ich mal gespannt. 500 kW haben wir hier. Können wir 544. Ja, 588 kW. Nochmal ein bisschen was rausholen. Vor allem könnte man dann 921 Newtonmeter maximales Drehmoment auf 925 Kilo. Das wäre schon echt übel. Aber das ist auch so schon übel. Und ich würde sagen, wir machen eine Testfahrt. Eigentlich hätte ich jetzt echt gedacht, wir gehen nach Le Mans, aber der ist tatsächlich 91, dieser R91CB, nicht in Le Mans angetreten, sondern der Vorgänger. Und deswegen gehen wir natürlich dahin, wo er den Rekord hat. Ich würde sagen, wir fahren mal schnell diese 762 Runden nach. Das wäre dann das mit Abstand längste Review, was je gemacht wurde. Und wahrscheinlich habe ich dann noch die ganzen anderen Fahrzeuge danach vergessen, weil ich dann einfach so fertig bin. Ja, und ich weiß nicht, warum ich bei Daytona immer irgendwie beim ABC irgendwie ganz nach hinten will. Ich würde sagen, wir fahren am Tag, dass wir auch was sehen vom Fahrzeug. Und dann bin ich mal, ach, wieso fahre ich jetzt oval? Ich bin so ein Idiot. Moment, das, ich glaube, jetzt kommt zum ersten Mal ein Schnitt zustande. Ich würde sagen, ich schneide das ganz kurz und dann sehen wir uns gleich auf der richtigen Daytona-Variante wieder, auf der 24-Stunden-Variante. Bis gleich. So, jetzt aber. Das Bild sieht fast gleich aus, aber tatsächlich die andere Strecke. Ich würde sagen, wir gucken uns das auch nochmal kurz an hier im Oval. Ja, sieht schon ein flacher Flunder.
Ich würde mal sagen, bevor ich lang laber, bevor ich groß Eindrücke sag, lasse ich euch mit dem Ton alleine, volles Rohr und viel Spaß. Ja, Leute, also ich würde sagen, das Ding kann schon was, muss man mal ganz klar sagen. Und was man vielleicht noch dazu erwähnen sollte, nicht nur, dass dieses Fahrzeug so einen Mega-Rekord aufgestellt hat in Daytona, sondern es war auch überhaupt der allererste Gesamtsieg eines japanischen Fahrzeugs in Daytona. Das muss man auch mal noch gleich dazu halten. Und das Ding ist schon echt nicht schlecht. Also ich fahre jetzt gerade ein bisschen hakelig, weil ich erstmal drauf klarkommen muss, aber das Ding hat echt gut Grip. Zieht eigentlich auch ganz, ganz gut an, finde ich. 1,5 Bar Ladedruck anlegen. Geht schon ganz gut nach vorne. Also gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Und wie gesagt, weiteres Gruppe C-Fahrzeug. Da haben wir jetzt mittlerweile echt eine gute Auswahl. Das darf man gar nicht so verachten. Und, 300 kriegen wir nicht ganz drauf. Da ist dann irgendwo Schluss. Da macht die Aerodynamik zu. Aber ich denke mal, mit Setup da kann man auf jeden Fall die 300 locker ankratzen. Da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Ja, das Ding ist schon übel. Und damit haben wir auf jeden Fall schon mal mit diesem Fahrzeug ein erstes großes Highlight dieses Summer Car Packs gesetzt. Ich setze das Fahrzeug jetzt mehr oder weniger neben die Strecke. Aber das soll es auch jetzt erstmal mit dem Ersteindruck gewesen sein. Ich würde sagen, wir springen direkt zum nächsten Fahrzeug. So, das nächste Fahrzeug lautet, ja, da gehen wir weg gleich vom Motorsport. Ne, wir gehen gar nicht weg vom Motorsport, nicht so direkt. Wir kommen nämlich zum kleinsten Fahrzeug dieses Packs und auch zum modernsten Fahrzeug dieses, ne, fast modern. Wir haben zwei moderne Fahrzeuge in dem Pack, aber zu einem der moderneren Fahrzeuge. Und zwar zum 2016er Abarth 695 B-Posto. Ja, von Abarth natürlich, und man sieht eigentlich gleich, finde ich, die Ähnlichkeit zu diesem netten Gesellen hier, zum 500 SSE. SSE heißt eigentlich, aber ich sage gern SSE. Und ja, das ist eigentlich so, wenn man so will, die kranke Version davon. Wenn man will. Ist das die kranke Version davon? Wir holen sie jetzt aber mal hier ab. Und ja, ich würde sagen, wir holen uns das von der lieben Anna erstmal ab. Und das Fahrzeug gibt es tatsächlich nur in dieser Lackierung. In diesem mattgrau, keine Ahnung, wie sie es beschreiben. Sonderauflage dieses Fahrzeug. Und jetzt wollen wir erstmal auf Annas Einsatz. Ja, den wollen wir jetzt nicht überreden. Das wäre total unhöflich, über Anna zu plaudern. Das ist ihr 2016er Abarth 695 Biposto. Vielen Dank. Ja, der 695 Biposto ist eigentlich nichts anderes wie die Serienvariante des 695 Assetto Corse, was ja ein Rennwagen ist. Und das ist eben jetzt hier quasi die vom Rennwagen aus die Serienstraßenvariante, die ja trotzdem sehr, sehr scharf aussieht. Vor allem auch hier mit den Scheiben und so. Sehr, sehr geil. Da sitzen wir einfach mal. Guck mal, guckt euch das mal an. Ja, warum heißt das Ganze Biposto? Das Biposto leitet sich einfach darauf, weil das Fahrzeug halt eben nur auf diese zwei Sitze beschränkt ist und die Rückbank und so weiter halt nicht existiert. Und guckt euch mal dieses geile Ding an und dieser Schaltknauf. Alter Latz. Und wenn ich das hier sehe, dann wird mir was klar. Nämlich gegen einen Aufpreis kann man nämlich ein Dockring-Getriebe kaufen. Und das Dockring-Getriebe hat den Vorteil, man muss eigentlich nicht kuppeln. Also klar, warum ist jetzt hier ein Kupplungspedal? Wahrscheinlich zum Anfahren, aber sonst kann man die Gänge einfach so durchprügeln, ohne zu kuppeln. Ich glaube fast, das ist so ein Dockring-Getriebe.
Getriebe, wenn man so diese Wippe hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus. Wobei, nee, guck mal, das ist sogar gar nicht, also es ist kein Vor- und, also kein Vor- und Zurück, sondern guck mal unten, also das ist wirklich zum Gang einlegen gemacht, aber so offen gelegt und trotzdem, es könnte sein, dass das ist. Es gibt auf jeden Fall gegen Aufpreis. Ansonsten, ja, zum Biposto, Kostenpunkt, knapp 40.000 würde er kosten in Deutschland. Basis natürlich der Fiat 500, klar, das sollte klar sein. 1,4 Liter Turbo, 190 PS, 250 Newtonmeter Drehmoment und ja, fast so knapp unter einer Tonne Leergewicht. Und damit beschleunigt das Fahrzeug von 0 auf 100 in 5,9 Sekunden. Maximales Drehmoment, habe ich es gesagt. 250 Newtonmeter maximales Drehmoment, jetzt habe ich es gesagt. Und Vmax wäre 230 km/h. Bevor wir aber das Fahrzeug gleich nochmal genau angucken, möchte ich auch nochmal auf was hinweisen. Da klicke ich jetzt mal auf den Wikipedia-Link, den ich noch parallel gerade noch offen habe. Da war ich zu faul, das rauszuschreiben. Da dachte ich, das kann ich auch schnell ablesen. Und zwar, die Standardausstattung dieses Fahrzeugs ist ein Sperrdifferential, okay, dann 4 Kolben, Zangenbremsen von Brembo, sowie eine Titan-Doppelrohr-Auspuffanlage mit Klappensteuerung von, natürlich, von Akrapovic und dann noch natürlich noch mit dabei ABS, ESP, MSR, Bergfahrenhilfe und ein Reifendruckkontrollsystem. Ja, das ist, kann man, finde ich, schon mal, ist nicht schlecht, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir aber mal in der Herzstück des kleinen Baby, der 1,4 Liter. Okay, das sieht man nicht viel, aber man sieht ein bisschen was. Ne? Man kann schon mal. Was haben wir schon hier? Guck mal, seht hier, guck mal, hier, Lade. Wiiu, ganz schön. Offengelegt, sieht geil aus. Tür haben wir schon. Können wir auch einen Beifahrersitz mal kurz angucken. Guck mal, mit den Gurten, sehr geil. Also, das ist eigentlich echt ein Rennwagen, wenn man es genau nimmt. Guckt euch mal das Ding an. Ja, wir machen den Motor auch noch gleich an. Komm, lass mich raus. Lass mich raus. Ja, danke. Ich bin einfach so dick und so fett geworden. Ich komme nicht mehr raus. So, Kofferraum können wir aufmachen. Da sehen wir auch das mit den Gurten. Sehr geil. Also, das ist. Also ich finde Abarth 500 schon geil, aber das ist schon böse. Und wer vielleicht eine der vergangenen Forza Horizon 2 Folgen gesehen hat, damit habe ich mal den Abarth 500 ein bisschen scharf gemacht. Ich glaube, den könnte man noch ein bisschen schärfer machen vielleicht. Möglich? Ja, vielleicht. Mal gucken. So, ich würde sagen, wir starten das ganze Ding mal. Und guck mal, wie ein 1,4 Liter Motor. Guck mal hier. Also wenn das nicht Motorsport pur ist. Ist doch saugeil. Ich feiere das jetzt schon. Ich will das Auto, ich kaufe mir das. Wie viel kostet das? 40.000? Schnapper. Geil. So, ich würde sagen, wir gehen aber in den Tuning-Shop und gucken mal, was denn möglich wäre bei diesem kleinen Schätzelein. Upgrade-Shop. So, gucken wir mal. Gehen wir ganz nach rechts. Gucken wir erstmal Motorin. Da dürfen wir einbauen. Eine rein Vierzylinder hier, ich sag mal, VTEC. Mit variabler Ventil, ne? Dann Vierzylinder Turbo-Rallye-Motor, ein V6, VVT, ja, VVT-Variable Ventil, ich sage jetzt einmal VTEC, dann wisst ihr, was ich meine. Ist gar, glaube ich, kein VTEC, aber so wie ein VTEC funktioniert halt, ne? Wisst ihr Bescheid. So, dann können wir den Antrieb noch wechseln, wir können auf einen Heckantrieb gehen, das ist ein Traum. Oder Allrad, ist auch okay. Aber wir bleiben mal bei Front. Dann Bodykit können wir tatsächlich hier, das, also bei dem wird sich das glaube ich echt noch lohnen, dieses Forza-Ding dran zu machen, dann hätten wir echt ein richtiges Racecar. Okay, das sieht halt natürlich scheiße aus, da lassen wir lieber das, was dran ist. So, ja, Reifen, da können wir querbeet durch die ganze Mischung durchschalten. Okay, haben wir volle Auswahl, also hier kann man auf jeden Fall aus dem, sagen wir so, wir können quasi, die haben ja den Assetto Corse quasi zur straßentauglich gemacht und hier in Forza Motorsport können wir das einfach gerade wieder rückgängig machen, ja, so ungefähr. 215er haben wir vorne, können wir auf 245er machen, bei so einem kleinen Auto, müsst ihr euch vorstellen. Da hinten wahrscheinlich dasselbe, so sieht's aus. Dann können wir, ja, Getriebe gibt's, Antriebswelle, Differential, also hier volle Auswahl. Auch hier Rennbremsen, dann Feder nochmal einstellbares Federwerk und so weiter. Hier Unfallkäfig, kommt man auch noch dazu. Dann, also dann sieht es auf jeden Fall wie ein Rennwagen aus. Diesem kleines Cup-Fahrzeug. Da muss ich glaube mal, was machen. Ich würde einfach mal sagen, an der Stelle, an die Leute, die vielleicht auch das Let's Play bei mir verfolgen, ich habe ja ein integriertes Wunschformat, ja. Vielleicht wünscht sich ja mal der eine oder andere dieses Fahrzeug, denn diese Fahrzeuge sind mittlerweile im Wunschformular eingepflegt und die Wünsche übrigens auch zurückgesetzt. Ja, vielleicht wünsche ich einer dieses Fahrzeug als Rennwagen. Würde ich schon feiern, weil ich hätte da schon echt Bock drauf, das so aufzubauen.
Vielleicht kann man das ja kombinieren mit einem Wunsch von euch. Wenn jemand auch diese Gelüste verspürt, dass ich aus diesem Fahrzeug vielleicht ein kleines Kappfahrzeug machen soll. Ja, motortechnisch kann man wieder alles mögliche einbauen. Auch hier, ups, ja genau, da wollte ich nicht drauf. Turbo-Lader-technisch kann man da auch noch ein bisschen was rauskitzeln. Also ich glaube, leistungstechnisch kann man da richtig rauskitzeln. Auch Nockenwelle hier, das ganze Ding, Drehzahlband erhöhen. Also da ist schon was möglich. Ich würde sagen, wir machen eine kleine, schnelle Testfahrt. Wo fahren wir das gute Ding denn aus? Das ist eine gute Frage. Wo fahren wir dieses tolle Teil aus? Von einer kleinen, schönen, geilen, wendigen... Ich würde sagen, auf dem Mazda Laguna Raceway. Ich würde sagen, kleines Auto, kleine, schöne, kurvige Strecke. Machen wir. Machen wir. Mache ich sofort mit. Bei diesem Gerät. So. Lade, 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 Screen. So, damit das gute Teil. Ich glaube 18 Zoll Felgen, wenn ich richtig. Ne? Sieht auch sehr gut aus. Ey, das ist doch. Sieht es nicht geil aus, das Fahrzeug? Jetzt mal ohne Flachs. So ein. Das hat mit dem normalen 500er F4 nichts mehr zu tun. So, Sportmodus ist drin, gibt es keinen Race-Modus, ist aber schade. So. Ja, da muss einfach mehr Bums noch her, ja? Noch mehr Bums. Aber das ist schon genug Bums eigentlich, wenn man bedenkt. Das Ding wiegt eine Tonne, knapp drunter. Also wenn man drin sitzt, dann wiegt es eine Tonne. Ja? Seit man wiegt nur 2 Kilogramm, dann wird es unter einer Tonne wiegen. Und dann halt 190 PS. Das ist halt natürlich absolutes Geschoss. Das ist ein absolutes Geschoss. Und das Ding, ja, fährt sich, ich wollte schon sagen, fährt sich ganz gut. Ich habe gerade vergessen, dass ich einen Frontantrieb habe. Deswegen bin ich gerade ein bisschen dämlich in die Kurve reingefahren. Aber das Ding geht schon ganz gut nach vorne. Gut, motorentechnisch, klangtechnisch, ich meine 1,4 Liter Turbo. Ich meine, da macht die Agrabovic-Anlage, denke ich, ganz guten Job, aber naja, ich meine... Ein V8 wird er halt auch nicht, oder ein V8 wird er halt nie klingen, ja, das ist klar. So. Upsala, da rutsche ich aber raus, ja, gut. Also leichtes Untersteuern ist mit dabei. Komm, 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 zieh an, zieh an, zieh an, zieh an, zieh an. Aber die Auspuffanlage ist schon geil, ja, auch der Diffusor. Das ist so schon ein geiles Stück. So ein geiler, wilder Stadtflitzer. Ja, also in völlig Stadt. In einer Stadt wäre das ja eigentlich schon irgendwie eingesperrt, oder? Das muss man ausfahren, das Ding. Sehr, sehr, sehr cool. Bisschen untersteuernd, aber das liegt halt einfach auch im Frontantrieb. Mir gefällt's. Ich find's richtig cool. Ja, warum nicht? Und damit beenden wir die Runde in ja, auf Laguna Seca und gehen dann direkt zum nächsten Fahrzeug, weil ja, wir haben ja noch ein paar vor uns. Ja, die wollen wir ja nicht vergessen. Außerdem wollen wir ja auch das Review nicht zu unnötig lange treiben. Ja, wir kommen zu einem der beiden 1964er Rennfahrzeuge. Und zwar, wir beginnen mit dem 1964er Watson Nummer 1 Sheraton Thompson Special Roadster. Und ich würde sagen, bevor ich auch wieder was erzähle, lassen wir Anna mal ihren Text sagen. Und dann, weil das ja auch unter einer neuen Marke, nämlich Watson, läuft, würde ich mal sagen, hören wir auch einfach mal an, was vielleicht es darüber zu sagen gibt von Anna. Vielleicht weiß die ja schon was und nimmt mir ja schon ein paar Sachen weg. Ansonsten habe ich hier gut ein paar Informationen wieder mal gesammelt. So, jetzt holen wir das aber erstmal ab. Ja. Schöne Unterschrift. So, ja, holen wir das ab hier. Lackierung ist halt, ja, für damals, 64 ist es eigentlich eine sehr ausgepfiffige Lackierung, ausgepfiffigte Lackierung. Neues deutsches Wort. Ich bin stolz auf mich. Das ist ihr 1964er Watson Nummer 1 Sheraton Thompson Special Roadster. Danke, Anna, dass du mir diesen Namen nochmal komplett ausführlich auferzählt hast. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, auf das müssen wir klicken, oder? Machen wir es mal. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges arbeitete der erfolgreiche Hot Rod Tuner A.J. Watson an Rennwagen für das Indianapolis 500. Nur ein Jahr, nachdem er Chefmechaniker eines Teams wurde, holte sein 1955er Curtis Roadster den Sieg. Daraufhin fing Watson an, eigene Indy Roadster zu bauen.
Fehlende technische Innovationen machten seine Fahrzeuge durch Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit wett. Watsons Methoden waren eher unkonventionell. Wenn Turbolader oder Ansaugtrichter nicht unter die Motorhaube passten, wurden sie einfach außen angebracht. 1959 und 1960 holte Watsons Team jeweils den Doppelsieg beim Indy 500. Es folgten noch drei weitere Siege. Bald führten Teams wie Lotus und Brabham Rennwagen mit Mittelmotor ein, die aerodynamische Vorteile besaßen. Trotz dieser Konkurrenz konnte A.J. Foyt 1964 den letzten Roadster-Sieg beim Indy 500 in einem Watson-Rennwagen davontragen. Genau, und ich finde das eine super Zusammenfassung, vor allem genau 1964, das ist nämlich genau dieser hier, der letzte Sieg, den er eingefahren hat. Und da muss man auch dazu sagen, das ist auch nicht nur dieses Indy 500, dieser Sieg ist ja sehr besonders, sondern derjenige, der hier drauf gefahren ist. Und nämlich die US-Motorsport-Legende A.S. Foyt, der zum Beispiel vielleicht dem einen oder anderen Begriff ist durch Le Mans. Der ist nämlich 67 in Le Mans mit dem Ford GT40 Gesamtsieger geworden und vor allem halt in Amerika. Eine wahnsinnige Legende, ist viel gewonnen. Vor allem große Rennen gewonnen, der damals in seinen jungen 30 Jahren, also als er 30 Jahre alt war, so muss man es sagen, hat er mit diesem Fahrzeug in der damaligen, ich nenne es mal IndyCar-Serie, damit auch jeder weiß, was eigentlich gemeint ist, hat er tatsächlich mit diesem Fahrzeug die ersten 7 Rennen gewonnen in der Saison und er hat insgesamt in der Saison 10 Rennen gewonnen und es wurden nur 13 Rennen gefahren. Also ihr müsst euch vorstellen, der gewinnt die ersten 7 Rennen. Und dann weiß man, so, jetzt sind nur noch 6 zu fahren. Und dann gewinnt er von diesen restlichen 6 Rennen nochmal 3. Scheiße, hä? Und unter anderem eben das Indy 500 mit diesem geilen Teil hier. Und wie aber auch Anna gerade schon gesagt hat, es war tatsächlich, also da gab es halt schon diese Heckantrieb- und Mittelmotor-Konkurrenz mit einfach besserer Aerodynamik. Und es war dann aber auch wirklich das absolut letzte Jahr in der Indie-Sport-Szene. Also hier diese 64, ehe dann eben von den Frontmotoren auf den Heckmotor oder Motoren im quasi hinter dem Fahrer, sagen wir es einfach mal so, umgesetzt wurde. Das heißt, es ist eigentlich wirklich, wenn man so sieht, ein sehr besonderes Fahrzeug, so das letzte einer, ja, nicht mehr gesehenen Ära oder gefahrenen Ära. Und ja, seht, unkonventionell auf jeden Fall. Guckt doch mal, wie das alles aufgebaut ist. Das sieht man einfach schon. Also, aber ja, das war halt damals, da wurde halt noch ein bisschen gebastelt. Ansonsten können wir, glaube ich, nichts sonst öffnen, nee. Aber wir können das Ganze mal nochmal, ups, ja genau, wir können das Ganze zumachen. Wir wollen es eigentlich angucken, vielleicht von der Seite hier, dieses gute Teil. Ja, man sieht es eigentlich schon, V8 Motor und ja, es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Hier sitzt der Fahrer und ich würde sagen, wir starten das ganze Ding mal. Ja, kann man sich anhören, würde ich sagen. Die ganze Karosse wackelt, ey. Wow. Seegang, da wird man ja fast schon seekrank. Gut, ich würde sagen, wir gehen natürlich wieder in unsere Tuning-Werkstatt. In unsere Tuning-Werkstatt. Und gucken mal, was wir denn hier an dem so drehen dürfen. Natürlich, so viel Auswahl haben wir nicht. Wir können tatsächlich natürlich moderne Rennreifen auch anbringen. Damit sieht halt schon lustig aus. Als ob ein Reifenhersteller für diese Fahrzeuge moderne Rennreifen machen würde. Aber ja, in Forza Motorsport ist es halt möglich. So. ja, dann können wir 180er, die 180er auf 205er immerhin. Und hinten können wir 225er auf 235er machen. Und ja, was können wir noch alles ändern? Wir können, ja, Differential, Antriebswelle kann man machen. Und am Motor können wir ein bisschen was drehen hier. Nockenwelle, Hubraum können wir ein bisschen ändern. Also ja, ein bisschen was, Zündung, Kraftstoffanlage, okay. Ich würde sagen, wir machen ja, eine Testfahrt. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir ja, in die 500. Jetzt haben wir es eigentlich schon gesagt, eigentlich im Prinzip. Aber ich will jetzt eigentlich nicht im Oval fahren. Das ist ein bisschen langweilig, deswegen machen wir vielleicht mal also ABC habe ich heute nicht drauf. Ich gehe einfach immer nach rechts und warte, bis das Logo kommt. Ja, ich gucke gar nicht nach dem ABC, ist vielleicht nicht so schlau. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren mal hier die Variante vielleicht. Da haben wir auch ein bisschen Oval mit drin. Von Indianapolis fahren wir da mal eine Runde. Und ja, gucken wir mal, wie das Ganze so ist. Und ich würde auch mal sagen, sobald wir dann da stehen, halte ich die Klappe und mache nochmal vollen Motorsound. Ich denke, bei dem so einem alten Fahrzeug lohnt sich das auf jeden Fall.
Ja, wer vielleicht merkt, drifte ich hier mir ein bisschen rum. Natürlich auch ein bisschen gewollt, aber das kann man mit den alten Reifen halt echt sehr geil machen, weil die so ein bisschen rutschiger sind. Ansonsten, ja, das Ding zieht sehr gut an, auf jeden Fall. Und ja, typisch halt für diese Jahrgänge, nenne ich es mal, dass halt die Karosse so ein bisschen, oder dass halt man einfach so ein bisschen mitrutscht. Aber das ist trotzdem nicht schlimm. Ihr seht, ich fahre auch irgendwie alles hier im ersten Gang. Aber was soll's, es geht. Also es ist schon sehr, sehr, sehr cooles Fahrzeug. Für die Damezeit auch, denke ich mal, hat das Ding auf jeden Fall gerissen. Guck mal, das zieht schon ganz gut durch. Okay, jetzt hier im Oval sollte ich doch ein bisschen lupfen. Und wieder aufs Gas. Guck mal, was wir jetzt Topspeed draufkriegen. Das geht auch schon ganz gut nach vorne. Ich finde es ja geil, dass wir immer erst im zweiten Gang sind. Hat das Ding nur drei Gänge oder so? Nö, es hat nur zwei Gänge. Deswegen. Zwei Gänge. Aber ey, guck mal, fast 300 draufgekriegt. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Krasser Scheiß. Aber das Ding geht schon gut nach vorne. Aber hier mal so fast 300 in so einem Metallsarg fahren, ey. Wow, wow, wow. Respekt, muss ich da mal sagen. Sehr cool, auf jeden Fall. Und ja, das ist ein weiteres, etwas älteres Indycar, was wir bekommen haben. Also historisch gesehen, wir hatten ja im letzten oder im vorletzten Pack erst eins mit dabei. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Und ja, optisch etwas unkonventionell, aber dass es schnell ist, das glaube ich. Oder dass es damals schnell war im Verhältnis natürlich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Das nächste 1964er Auto steht an. Und da gehen wir dann auch mal schnell hin. Und zwar, ja, haben wir jetzt den 1964er Ferrari F158 F1. Und das AF1 steht diesmal tatsächlich auch für F1. Ja. Gut, man stand es nicht für F1. Ey, ist egal. Achso, bei McLaren F1. So, da haben wir schon ein Beispiel. Nein, auf jeden Fall, hier haben wir das gute Teil, der 1964 Ferrari F158 F1. Ich würde sagen, ich sage es nicht nochmal, wie das Fahrzeug heißt, denn Anna sagt uns jetzt sowieso. Ja? Würde ich mal behaupten, dass sie uns sagt. Das wäre ja, ungeheuerlich, wenn sie es uns jetzt nicht sagt. So, wir holen das uns mal ab. Kaufen. Okay. Ja, wir warten. Das ist Ihr 1964er Ferrari F158 F1. Der F158 F1. Vielen Dank, Anna, für diese Auskunft. So, ja, und damit haben wir, muss man mal wirklich sagen, an der Stelle, ich habe mich echt nochmal nachgucken müssen. Ich war mir echt nicht mehr sicher, aber das ist tatsächlich so. Wir haben ja so verschiedene Zeitepochen von Formel-1-Fahrzeugen, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben ja so diese Nachkriegs-Formel-1-Wagen, so in den 50er-Jahren, nenne ich es jetzt mal. Dann haben wir eben diese hier in der 60er-Jahren, dann haben wir die 70er-Jahre-Formel-1-Fahrzeuge, dann so mittlerweile auch 90er-Jahre und ein etwas moderneres, der Lotus, alleinstehend. Und von diesen 60er-Fahrzeugen hatten wir, also von diesen 60er-Jahren-Fahrzeugen, die sich ja sehr, sehr speziell fahren, hatten wir tatsächlich noch keinen Ferrari. Das ist, damals hatten wir, glaube ich, sogar mal auf dem Teamspeak bei uns die Diskussion, so, hey, aber nicht mal Ferrari drin, ist ja voll, sonst haben wir alles. Aber jetzt haben wir einen und auch keinen unerfolgreichen, muss man sagen. Und vor allem auch geschichtstechnisch einen etwas besonderen, denn das war das erste Mal, dass Ferrari im Motorsport einen V8-Motor eingesetzt hat. Und es war bei diesem Fahrzeug, der hatte jetzt mal einen 1,5-Liter-Motor, mit 210 PS. Jetzt denken wir noch 210 PS. Ja, die Dinger haben aber nichts gewogen. Wobei, der damals, für damals eigentlich schon eigentlich zu schwer war. Für das, dass nur ein V8 drin war. Aber gut. Des Weiteren, vielleicht, um ein bisschen geschichtlich noch zu werden, der John Surtees gewann den Grand Prix damals 64 in Deutschland und Italien. Und dadurch, dass er die beiden gewonnen hat und auch während der Saison sehr gute Ergebnisse eingefahren hat, wurde auch tatsächlich 1964 Weltmeister. Ist übrigens sein eigenständiger Weltmeistertitel gewesen in der Formel 1. Ansonsten ist er eigentlich eher bekannt gewesen durch Motorradrennen und so weiter. Da war er ein bisschen erfolgreicher. Ja, des Weiteren, sein Teamkollege, der Lorenzo Bandini, gewann zum ersten Mal den großen Preis, also überhaupt für Ferrari den großen Preis von Österreich. Das ist nicht der heutige Red Bull Ring. Das war noch, glaube ich, irgendwo auf irgendeinem Flugfeld, wurden die, glaube ich, noch gefahren. Und ja, durch Kombination dieser beiden tollen Erfolge, nenne ich es jetzt einfach mal, wurde Ferrari auch damals Konstrukteursweltmeister. Ja,
und kleine und zum Dankeschön für diese V8 Superleistung hat Ferrari gesagt, so, im nächsten Jahr fahren wir wieder mit V12. Aber lustigerweise ist Ferrari mit zwei Fahrzeugen anstatt gegangen, nämlich dieser 158 durfte im Folgejahr, also 65, auch nochmal fahren, aber das Nachfolgermodell ist auch schon 65 gefahren, aber dann schon wieder bereits mit einem V12. Also ganz kurzer Ausflug der V8-Geschichte bei Ferrari gewesen, ehe sie dann irgendwann ja auch wieder mal zurück sind. So, wir gucken uns das mal an. Ich weiß nicht, können wir da irgendwas öffnen? Wahrscheinlich nicht, aber ein bisschen sehen wir ja was. Hier Getriebe liegt offen. Da Motor. Ah, da kann man was öffnen. Hey, da kann man was öffnen. Ich will nicht reinsehen, dann lass mich raus. Gut, danke. Da kann man doch was aufmachen, da machen wir doch auf, da haben wir das gute Teil. 1,5 Liter, ja, das ist eigentlich ein kleiner Motor, aber dann V8, ne? Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, die Daten sind korrekt, aber so habe ich es mir notiert. Oder ich habe so eine Sauklaue und er kennt es nicht. Aber 7,5 Liter ist es nicht. So, ja. Okay. Das sieht man schon ein bisschen, das ist sehr geil eigentlich, ne? Wie ihr so sieht, wie das hinten sitzt und so. Ja, ich würde sagen, sitzen wir mal rein in den Sarg. Hören wir uns mal den V8 Ferrari an. Hier mit Schaltknüppel, alles drum und dran. Also, ich hab's falsch gedrückt, sorry. Bin auf das gekommen jetzt. Dachte schon grad. Fehlen die Sounddateien. Ja, oh, guck mal, hier dreht. Bis 11,5. Das klingt schon böse. Schön breite Schlappen drauf. Sehr cool, auf jeden Fall. Aber wenn man es einmal so anguckt, ne? Ein Sitz, Blech und Räder und schickt die Fahrer in Tod, so auf die Art, ne? Es ist schon brutal. Ja, gucken wir auch hier, was wir denn ändern können. Auch wahrscheinlich hier dürfen wir beim Forza Reifenhersteller moderne Dinge anfordern. Die sind auch ein bisschen schmaler immer, die hier. Aber wir haben auch deutlich mehr Grip halt, ne? Ja, das war dann breitere Reifen können wir nicht machen. Das ist interessant, das breiter geht nicht mehr. Wir können Antriebswelle hier auch nochmal optimieren. Wir können moderne Rennbremsen reinbauen. Ne? Damals noch nicht solche Bremsen gehabt. Und am Motor können wir ganz schön ein bisschen können wir was machen. Hubraum können wir nochmal ein bisschen hochjagen. Hier das Nockenwelle geht nicht. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Und ich würde sagen, ja, wir machen eine Testfahrt. Wir fahren Ferrari. Also machen wir nicht lang, gehen wir nach Monza. Ich würde aber sagen, wir machen mal die ohne Schikane. Und dann gucken wir mal, was denn der 64er Ferrari so fährt oder wie er sich fährt, weil die 60er Formel 1 Fahrzeuge, das weiß ich damals noch, als Forza Motorsport 6 ganz frisch rauskam, da sind wir die auch gleich gefahren und haben sie getestet und ja, das war schon so ein bisschen Ey, guck mal, wie das ist echt Fahrer und, ja, okay, ich glaube jetzt selber. So, sind wir mal gespannt. Sieht schon ganz gut an, ne? Ja. Zweites 64er-Fahrzeug. Da sehen wir mal, was die damals alles gefahren sind. Kranker Shit. So, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen anbremsen hier. Ich weiß nicht, ob wir so viel Grip haben. Ja, doch, geht eigentlich ganz gut rum. So, bremsen wir mal an. Doch, der liegt sogar ganz gut. Okay. Nicht zu vergleichen mit den anderen Fahrzeugen aus dem Jahre oder aus den Jahren. Aber vielleicht wurde das auch gefixt. Vielleicht war das auch ein Fehler, dass die so komisch gefahren sind. Ne, der liegt richtig stabil. Muss man echt mal so sagen. Das war ein bisschen zu schnell hier rein. Aber der liegt ganz schön stabil. Der macht sogar echt Spaß zu fahren. I like, muss ich echt sagen. Aber gut, klar, so Ferrari in der Monza, da ist er halt zu Hause. Ne? Das war jetzt zu spät. Da kann er auch nichts, aber ja, trotzdem noch annähernd auf der Strecke geblieben. Hier, guck mal, sieht man schön, wie sich das da hinten so dreht. Sehr geil umgesetzt. Das ist ein bisschen zu weit weg. Das sah jetzt gerade selber, das sieht schon so weit weg aus, aber das Fahrzeug ist halt einfach klein. Sehr cool. Ja, ich würde sagen, ich fahre nochmal eine Runde, aber oder halt nicht die ganze Runde, aber so ein Stück. Und dann würde ich sagen, da gebe ich euch nochmal den vollen Motorsound. Viel Spaß.
Ich würde sagen, das war's zu dem. Wir springen zum nächsten Fahrzeug des Carpex. Und da kommen wir, gehen wir in der Zeit etwas mehr in die jüngere Zeit, nenne ich es mal. Und zwar gehen wir jetzt nach 1979. Und zwar kommen wir auch hier wieder zu einem weiteren Rennwagen. Und zwar zum 1979er Datsun Nummer 33 Bob Sharp Racing 280 Z. X Turbo, und damit von der Optik her liegt man auch schon direkt richtig. Wir sind hier wieder in der IMSA, in der alten IMSA GT-Klasse bzw. in der IMSA GTX-Serie angekommen. Was gibt es so ein Fahrzeug zu sagen? Man erkennt eigentlich direkt, wer einen Datsun 280 kennt. Diese sahen nicht so aus. Hat optisch nicht viel mit der Serie zu tun. Und ich würde sagen, wir kaufen es uns erstmal ab. Wir kaufen es uns selber ab. Ja? Wir holen es erstmal ab, das wollte ich sagen. Und dann gucken wir gleich weiter. Ne? Beichert. Das ist Ihr 1979er Datsun Nummer 33 Bob Sharp Racing 280 ZX Turbo. Also, anderes Spiel halt, sorry. Ja, vorsichtig. Ich würde sagen, Datsun, gucken wir mal, was es zu Datsun zu sagen gibt. 1969 leitete der Vorsitzende von Nissan USA, Yutaka Katayama, die Entwicklung eines erschwinglichen Sportwagens ein. In Japan hieß dieses Auto Fairlady Z. Im Rest der Welt Datsun 240Z. Die Z-Serie erzielte über 2 Millionen Verkäufe und war so der am schnellsten verkaufte Sportwagen aller Zeiten. Die Energiekrise der 1970er leistete effizienteren Autos wie dem 240Z zusätzlich Vorschub. Mit ausgezeichneter Balance und Hinterradantrieb glänzte er auch im Motorsport, gewann mehrfach die Meisterschaften der SCCA und IMSA-Klasse sowie die Ostafrika Safari Rally. Aktualisiert wurde die Z-Baureihe mit dem 280ZX und radikal umgestaltet mit den Modellen 300ZX, 350Z sowie 370Z. Mit jeder neuen Generation wurden Handling und Beschleunigung verbessert. Beibehalten wurden aber der Heckantrieb und die Zuverlässigkeit, und das zu einem vernünftigen Preis. Ja, der Rennvater der Z-Reihe. Ja. Also wer vielleicht damit jetzt weiß, wo er sich das Fahrzeug einzuordnen hat. Aber das war natürlich ein Rennwagen. Und ja, unter diesem Baby schlummert ein V8-Turbomotor. Und dass man jetzt hier nur so leicht erkennen kann. Aber ja, dass ein V8 ist, erkennt man eigentlich sofort. Und das sieht schon sehr, sehr böse aus. Auch die Felgen, ey, die sind doch geil, oder? Geil. Die haben was, oder? Für damals. Oh, die alte IMSA, die hat schon geil. Wir haben ja schon ein paar coole Fahrzeuge. Ja, was gibt's noch zu sagen zum Fahrzeug? Ich glaube, da hinten können wir nichts. Was? Doch, da können wir auch wegmachen. Dummel weg. Was sehen wir denn da? Kenne jetzt da nichts. Da kenne ich mich dann doch zu wenig aus, als dass ich da jetzt irgendwas erkenne. Getriebe vielleicht oder so. Nee, eigentlich nicht. Getriebe sollte eigentlich auch vorne mit dabei liegen oder unten dran. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, zum Fahrzeug selber oder in Verbindung mit dem Fahrzeug. Und zwar der Schauspieler Paul Newman war ja nicht nur als Schauspieler bekannt, sondern auch als Rennfahrer. Und ja, 1979 hat er angefangen, Rennen zu fahren. Jetzt können wir 1 zu 1 zusammenzählen. Das Fahrzeug ist auch von 79. Er hat tatsächlich seine ersten Rennen oder mit und anderem in seinem ersten Jahr hier auf diesem Fahrzeug gefahren. Und auch nicht gerade so unerfolgreich, muss man sagen. Und das wollte ich einfach auch noch erwähnen. Viel mehr habe ich gar nicht zu dem Fahrzeug, muss ich sagen. Aber ich denke, also man kann die Tür auch aufmachen. Ich dachte schon, ich muss hier dann durchs Fenster steigen. So, ja. Sieht viele Anzeigen, typisch damalige IMSA-Zeit oder auch Gruppe 5-Zeit war auch so ein bisschen. Wo mache ich das Ding denn an? Da drüben, oder? Ja. Kurzes Statement. Das war noch die Zeit, als Turbomotoren nicht leiser waren als die Sauger. Im Gegenteil. Wollte es nur noch mal so angemerkt haben. Das sexy!
Und da hört man die Flammen die ganze Zeit. Bum, 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 bum. Das wird gleich richtig geil. Ich hab gleich richtig Spaß auf der Rennstrecke. Aber erst gehen wir an den Unijob. Gucken wir mal, was wir denn da noch rauskitzeln können. Ich schätze mal wieder modernere Rennreifen. So ist es. So ist es. Und wir dürfen sie auch breiter machen. Von ganz schmalen 305er Reifen können wir auf 315er gehen. Und von... Wollen die mich verarschen? Habe ich einen Knick in der Optik? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich von 465er Reifen. Können wir aber mal 450. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das sind Reifen eines Flugzeugs. So breit. Krank. Also, Kupplung können wir nochmal an. Antriebswelle gibt's. Ja, ansonsten Turbolader können wir auch nochmal ein bisschen verschärfen. Ansonsten so viel kann man gar nicht machen, aber ja. Das reicht schon, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir mal eine Testfahrt. Ja, IMSA. Ich würde sagen, Sebring, oder? Sebring, komm mal, immer mal machen. So, da haben wir Sebring. Und dann würde ich sagen, da fahren wir drauf. Gehen wir mal drauf, gucken wir mal. Und mit dem Fahrzeug lasse ich euch definitiv auch mit dem Sound alleine. Das ist selbstverständlich klar. Also da machen wir keine Ausnahme. Oh, guck mal, den Arsch, die Backen. Oh, schon geil. Ja, die Imsa, die allen Imsas, die haben's. Oh Gott. Ich würde sagen, hör da mal bitte hin. Viel Spaß. Ja, Leute, ich habe jetzt so lange geschwiegen, weil ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Und vor allem, wie das Ding Flammen schießt aus dem Stand, das ist nicht mehr normal. Was für ein geiles Ding. Ja, die Rückspiegel sind ein bisschen sehr interessant positioniert. Leider sieht man da, finde ich, nicht so gut direkt nach hinten. Ist ein bisschen komisch. Es ist irgendwie, man guckt irgendwie eine Kurve. Man ist schon eine Kurve weiter, was man dann eigentlich da hinten sieht. Hier haben wir auch nochmal Rückspiegel. Also, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll hier. Weil eigentlich hat man... Ja doch, man kann hinten rausgucken, aber eigentlich hat man dann den Heckflügel... Naja, egal. Ja, fragen wir mal nicht, wie das funktionieren soll, sondern ignorieren sie mal und fahren jetzt erstmal so ein bisschen. Ey, das Ding ist doch geil, muss man einfach mal sagen. Die alten Imsa GT-Fahrzeuge, die sind, muss man sagen, alle, die wir bis jetzt so im Spiel hatten, haben ihren absoluten Reiz. Auch wenn ich jetzt hier gerade echt Probleme habe, das Ding in der Spur zu halten. Von der Kurvenspeed ist das Ding jetzt nicht unbedingt ein Monster, aber sonst gucken wir mal hier entgegen gerade. Da dürfte er ja schon gut durchziehen. Haben wir wirklich einen Ladedruck von 40? Also von 4. Ich muss mal kurz guck mal an die Anzeige unten links. Das ist der Ladedruck. Wart. Ne, 1,4. Okay, 1,4 Bar. Trotzdem nicht schlecht. Ja. Auch wenn hier irgendwie 4 Bar angezeigt wird. Ich weiß nicht. Wer hat jetzt recht?
Aber stabil ist es. Der Arsch kommt eigentlich kaum. Ist eher sogar ein bisschen zu untersteuern, das Ganze. So, jetzt habe ich mal ein bisschen der Arsch kommen lassen. Ich meine, hey, das sind Z-Fahrzeuge, die müssen driften können. Ja, ich würde sagen, kann er. Sehr, 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 sehr geil. Schade, dass diese Schaltleuchte nicht geht. Weil die würde hier in der Mitte auf jeden Fall, glaube ich, blinken. Oder vielleicht ist auch die Motorwarnleuchte. Naja, gut, egal. Wir machen mal weiter, sonst wird das Ganze heute viel zu lang. Wir sind eh schon ein bisschen später dran. Deswegen, ja, kommen wir schleunigst zum nächsten Fahrzeug. Da gehen wir nochmal etwas mehr in die Zukunft, beziehungsweise in unsere Richtung. Und zwar kommen wir zum 2000er BMW 323T Sport. Und natürlich den BMW-Kennern dürfte das natürlich ein Begriff sein. Und zwar, da haben wir das gute Teil und er erkennt es eigentlich schon. Hä, ist das nicht ein E36? Ja, das ist ein E36, aber das ist die Hot-Hatch-Variante des E36. Und das TI am Namen steht für Turismo Internazionale. Internationale, ja. Wir nehmen den natürlich in lila. Alter, das sieht auch noch geil aus. Verdammt. Das wollte ich einen Spaß machen, das sieht so gut aus. Oh, das ist ja eine geile Farbe, die nehme ich. Gekauft. Nehmen wir. Ja, ich muss sagen, schon zu den erfolgreicheren Hot-Hatch-Variante von BMW. BMW 323 Ti Sport. Danke, Anna. Wissen wir, dass das ist. Ja, nee, also wie gesagt, gehen wir gleich auch mal dahin. Was das, der Unterschied macht, ist halt einfach die gekürzte Version eines E36 3er BMWs. Ja, ein 323 Ti verrät eigentlich schon, was es ist. Nämlich ein 6-Zylinder-Motor, 2,3 Liter, 170 PS hatte das Ding, 245 Newtonmeter Drehmoment. Und ja, wie gesagt, war oder gezählt zu den erfolgreichen Hot Hatches. Die haben sich auch wirklich gut verkauft, kam gut an. Ja, persönlich gesagt, mir gefällt es nicht, aber ich bin auch kein Hot Hatch-Fan. Das wissen ja auch viele, aber ja, wie gesagt, das war nicht schlecht. Vor allem, wenn man bedenkt, das Ding hat Heckantrieb. Kann man einen kompakten Drifter draus machen, gerade durch einen kurzen Radstand und so. Warum nicht? Kann man da schon was Geiles draus machen. Ich würde sagen, wir lauschen mal kurz dem Sechszylinder. Ich meine, 170 PS, ja. Ich könnte jetzt ein Auto aufzählen, was auch 170 PS hat, laut Werk. Aber ich lasse es mal. Einige von euch wissen bestimmt, welches Fahrzeug ich jetzt damit meine. Klingt jetzt nicht so spektakulär. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum jetzt ausgerechnet dieses Fahrzeug, aber. Normaler E36 hätten sie auch reinbringen können. Also ist nicht in den M3, sondern auch mal wirklich halt einfach mal das normale Fahrzeug. Mal, gehen wir in Fotomodus mal kurz. Oder, nee, kann man nicht. Schade, wenn sie gar nicht da nicht reingucken, Leute. Schade. Aber mal, wenn ich rausgehe und dann in Fotomodus, kann ich da das lesen dann? Ein bisschen detailverliebt sind sie, ja? Ja gut, man kennt nicht viel. Scharfstellen soll ich auch noch. Kennt gerade nicht so viel, leider. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich denke mal, wir gehen ins Tuning-Bastel-Menü, weil genau, ich glaube, da macht das Fahrzeug am meisten Sinn. Da kann man nämlich wahrscheinlich richtig viel rauskitzeln. Wir können sogar Motorwechsel, wir können rein 6-Zylinder Twin-Turbo, V8 können wir rein 6-Zylinder 3,2 Liter, ein V10-Motor. Not bad. Dann Allrad ist möglich, genauso auch Luftzufuhr. Wir können Turbo, ein Twin-Turbo und Kompressor verbauen. Also da auch Auswahl genug. Wir können die Forza-Spoiler-Lippchen... Oh Gott, das sieht jetzt gleich furchtbar aus, oder? Ah ne, er setzt da noch hin. Okay, gut. Ja, Reifen, auch wieder die ganze Reifenpalette, was die Mischung angeht. Breite können wir von 225er auf 255er. Das ist ordentlich breit. 255er bei so einem Fahrzeug, bei dem Baujahr, das ist nicht schlecht, muss man mal ganz klar so sagen. Ja, wir können auch Getriebe anpassen, Differential, alles wieder da, was man also anpassen kann. Auch moderne Rennbremsen, da können das Ding schön tief legen. Gewichtsreduzierung natürlich auch nicht schlecht, da können wir, ja, nicht schlecht, 200 Kilo können wir abspecken. Und am Motor können wir auch nochmal einiges machen, hier an Nockenwelle zum Beispiel.
Hubraum auch nochmal vergrößern. Also, das ist, also da hat man die volle Palette, wie man halt eigentlich so in jedem Straßenfahrzeug hier in Forza Motorsport hat. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Testfahrt. Wir gehen vielleicht mal auf Hockenheim Nationale auf die Kurzstrecke. Und ja, fahren halt kurz mal. Ich denke mal, bei dem Fahrzeug macht jetzt die Serienvariante auszufahren nicht groß Sinn. Ich denke mal, hier ist, wie gesagt, da kann man einfach viel tuningtechnisch rausholen. Das ist, denke ich mal, so das, was hier sehr, sehr, sehr besonders ist. Und ich würde sagen, ich fahre da auch mal direkt los. Gucken wir mal. 170 PS ist ja nicht schlecht. Heckantrieb auf 1,3 Tonnen, sage ich jetzt mal, gerundet. Ja, man merkt schon, der Arsch kommt ein bisschen, wenn man will. Ja, von Leistungsdaten komme ich, sag's jetzt für die, die es nicht wissen. Also, ich selbst fahre ja noch ein Opel Calibra V6. Ja, ein V6 halt in dem Fall. BMW verbaut ja eigentlich rein 6-Zylinder, aber der hat auch eigentlich die Leistungsdaten ab Werk, also 170 PS. Und ich glaube, Drehmoment ist auch ungefähr so ähnlich. Müsste sein, auch so knapp 240 Newtonmeter, könnte schon hinkommen. Allerdings ein 2,5 Liter Motor. Und halt Frontantrieb, leider. Aber, wobei, was heißt leider, alltagstauglicher ist es auf jeden Fall. Aber so, ja, im Prinzip ist es so die Ecke, auch wenn mein Fahrzeug ein bisschen älter ist, ne? 94, das ist jetzt hier von 2000. Aber die E36 wurden ja auch in jener Zeit auch schon gebaut. Und ja, deswegen kann man das jetzt eigentlich im Prinzip damit vergleichen, so von den Leistungseckdaten her, mit meinem noch, muss man ja sagen, derzeitigen Fahrzeug, auch von der Reifenbreite 225er passt. Ne? Also dem her, das geht schon so in die Richtung. Und da sieht man, das Fahrzeug zieht gar nicht so schlecht an. Und wenn man das dann vergleicht, ja, auf dem Niveau würde ich ja auch mein Fahrzeug hier ein Spiel bewegen. Oh, das würde ich schon feiern, so ein Calibra in Forza. Das wäre geil. Aber wir haben ja... Ich komme später drauf zurück. Ja, ich habe es ja angekündigt, da kommt noch was am Ende des Videos. Oder habe ich es gesagt, dass am Ende des Videos kommt? Ich habe auf jeden Fall gesagt, es kommt noch was. Oder ich wollte noch was erwähnen. Und da gehen wir schon gar nicht so die schlechte Richtung mit Calibra. Aber nicht ganz. Aber egal, wir werden es gleich noch sehen. Oder nachher. Ja, ich würde sagen, fährt sich sehr angenehm, sehr gut. Muss ich wirklich sagen, für ein Straßenfahrzeug. Aber wie schon gesagt, in Forza Motorsport... Man, Straßenfahrzeuge nicht so viel Sinn, wenn man sie serienmäßig lässt. Ich denke mal, das macht erst dann Sinn, wenn man da wirklich ein bisschen was dran tunt und da kann man auf jeden Fall was rausholen. So, und damit würde ich jetzt sagen, kommen wir zum letzten Fahrzeug, zum finalen Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug hat lustigerweise auch wieder einen V8-Motor. Also heute mal echt so ein bisschen das Carpack der V8s. Aber ja, ich würde sagen, holen wir auch dieses Fahrzeug ab und da haben wir das auch schon stehen. Das war ein 16er Cadillac CTS Wii Sedan oder V Sedan, bla blub. Hier auch schon mit dem neuen Cadillac-Logo. Und dann lassen wir erstmal Anna sagen. Okay, was gibt es denn da für Farben? Da gibt es ein paar coole Farben. Nehmen wir mal so. Ja, so Ding hier. Oder schwarz oder. Nee, komm, wir nehmen das. Komm, richtig. Wir sind jetzt richtig bad. Badass, ja? Oder ein Bad Boy. Badass? Bad Boy? Nee, Badass ist cooler. Wir sind Badass. Badass Cadillac-Fahrer, V8 und so speichern. Das ist Ihr 2016er Cadillac CTS V Sedan. Sedan. Jetzt wisst ihr Bescheid, das heißt nicht Sedan, das heißt Sedan. So, ja, wir sind hier beim Cadillac CTS in der dritten Generation angekommen und mit der V-Version ist es ja gleich auch die sportlichste Variante, denn in diesem kleinen Baby schlummert ein V8-Motor, wie schon gesagt, aber nicht irgendein V8-Motor, nämlich ein V8-Kompressor-Motor und dieser V8-Kompressor-Motor befindet sich, wenn man es ganz genau nimmt, dieser, wie es auch in Amerika heißt, Supercharge-Motor, befindet sich auch in einem anderen Fahrzeug in Amerika und zwar in der Chevrolet Corvette Z06. Korrekt. Und daher sind die Leistungsdaten wie folgt. 649 PS, 855 Newtonmeter Drehmoment, 320 km Topspeed, 0 auf 100 in 3,7 Sekunden, bei einem Leergewicht von 1,8 Tonnen, mit Heckantrieb, wohl bemerkt. Und damit möchte Cadillac quasi den Angriff starten gegen die deutschen Sedans. Und ich würde sagen, mit den Leistungsdaten
Ja, kein Problem, ne? Also zumindest mal, wenn es fürs gerade Ausfahren geht. Und wenn man bedenkt, dass die Amerikaner in den letzten Jahren, was Fahrwerkstechnik angeht, auch richtig zugelegt haben, würde ich mal sagen, ich glaube, der tretet den deutschen Sedans, nenne ich es jetzt einmal mal hier, ne, Zierdüre, in den Arsch, würde ich mal wirklich mal sagen. Gut, die Optik ist Geschmackssache, ist halt dieses Kantige. Ich finde es von vorne, muss ich sagen, finde ich sogar sehr geil. So, finde ich schon sehr böse, auch so hier mit diesen Hutzen und so weiter. Ach, guck mal, das Licht, das sieht schon geil aus, also muss, kann man nichts dagegen sagen. Das Heck finde ich aber so ein bisschen, nee, Heck nicht. Aber ich würde sagen, sitzen wir mal rein in die gute Baby. Komm, zack, rein da. Und sieht schon sehr schick, sehr aufgeräumt aus. Ja, was soll man sagen? Z06 Motor, den kennen wir schon. Und das hört man auch. Guck, wie der blubbert. Hört ihr das? Ihr hört es gleich noch besser, wenn wir dann auf die Rennstrecke gehen. Und dann lasse ich euch da daran teilhaben. So, gut, ich würde sagen, wir gehen raus. Felgen, ja, eine Zollgröße größer wird noch gehen, würde ich sagen. Aber die sind schon nicht schlecht. Die sind schon nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen natürlich auch in den Tuning-Job. Gucken wir mal, was wir da noch rauskitzeln dürften. Wir können tatsächlich noch einen V12 einbauen oder einen V8 Racing, aber ich glaube, mit dem V8 von der Corvette sind wir ganz gut bedient. Allrad können wir auch einbauen. Würde vielleicht bei der Fahrzeugklasse sogar Sinn machen. Bei der normalen CTS-Variante gibt es ja auch die Allrad-Variante, nur jetzt halt in der V nicht. Ja, wir können die Renndinger anbringen natürlich. Ja, gut, weiß nicht. Es passt nicht. Panne aus. Ja, Reifen können wir auch natürlich, die ganzen Mischungen wieder, haben wir schon genug gesehen. Wir können 265 Reifen, das ist schon echt übel serienmäßig. Können wir auf 295er machen und hinten 295er auf. 355er Schlappen. What the hell? Das ist ja mal richtig sick. Achso, ja, Felgengröße. Wollte ich gerade mal gucken, was sind das denn für welche? Standardmäßig. Achso, das steht hier gar nicht. Ich depp. Wo steht denn das hier? Ah ne, warte, bei den Reifen steht es ja eigentlich. 19 Zoller sind es tatsächlich. Aber gut, da gehen auch 20 Zoll, jetzt mal ehrlich. Also 20 Zoll geht auf jeden Fall bei einem Fahrzeug. Würde ich sagen, das würde auch besser aussehen. Ja, wir können Getriebe, Differential, das ganze Kladderadatsch, auch wieder hier Rennbremsen, auch das ganze Ding tiefer legen, was ich finde ich schon muss sagen, ist ein Must-Have bei dem Fahrzeug. Ja, Gewichtsreduzierung, klar, die 1,8 Tonnen sind schwer. Aber man kann fast 400 Kilo abnehmen. Das ist ein ordentlicher Wert. Und auch hier kann man natürlich am Motor viel rausholen. Aber der Motor ist schon echt... Der ist schon böse, muss man ganz klar sagen. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen auf die Rennstrecke. Und jetzt mal gucken, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn hin? Wo fahren wir das Ding denn aus? Ja, warum nicht, oder? So ein Fahrzeug darf man auch mal auf der Nordschleife ausfahren. Ja, zu dem Fahrzeug kann man noch sagen, es ist auch schon bereits in Forza Horizon 3 angekündigt worden. Also der Cadillac ist definitiv schon drin. Wer den Trailer zum Carpack jetzt schon gesehen hat, der muss noch ein bisschen bis zum länger als das Ende warten. Dann kommt nämlich schon die Ankündigung, dass dieses Fahrzeug an Forza Horizon 3 ist. Link zum Trailer verlinke ich, ja, mache ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Ja, die Felgen ein bisschen größer, dann wäre geil. Eine Zollgröße größer wäre richtig geil. Oh mein Gott, der Sound. Oh, ich würde sagen, ich halte die Klappe, viel Spaß. Ja, das war eine kurze Testfahrt. Gehen wir mal schnell rein. Da habe ich ein bisschen zu viel gewollt. Ja, man darf nicht vergessen, wir bewegen hier 1,8 Tonnen. Da nutzt auch der sportlichste Motor nichts.
Aber trotzdem, muss man sagen, für das, was da für ein Motor drin schlummert, für das, wie schwer das Ding ist, kann man das Ding ganz schön krass hier um die Schleife schon mal zirkeln. Ein bisschen zu schnell jetzt hier. Komm rum. Ja, das ist schon nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, bevor ich das Fazit zum Cupback abschließe, auf der Facebook-Seite von Forza Motorsport waren die so schlau und haben... Alter, jetzt fahre ich aber kurz zusammen. Okay. Das soll es nicht so sehr betreiben. Haben sie auch dieses Cupback angekündigt, aber... und halt die Fotos dieser Fahrzeuge reingemacht. Nur sie haben ein Foto zu viel reingemacht zu einem Fahrzeug, was gar nicht in diesem Carpack ist. Und dieses Foto, wenn ich jetzt hier so rumroll, ich will das ja mit dem Motorsound nicht verfälschen, blende ich euch jetzt hier mal ein. Und na, wer kann mir sagen, was das für ein Fahrzeug ist? Ja. Ja. Sehr geil, oder? Jetzt wisst ihr, warum ich gemeint habe, so, es geht so langsam in die Richtung Calibra. Nämlich der Vorgänger, der Manta, der Opel Manta. Und man sieht auch, das ist die Rallye-Ausführung, das dürfte sogar der Manta 400 sein. In der Rallye-Variante. Und der Hintergrund ist ganz klar, das ist Motorsport, das ist beim Testtrack. Und ja, wir wissen jetzt, ich weiß es leider nicht, vielleicht, wer nicht schneit oder wenn das Video dann schon draußen ist, wissen wir vielleicht mehr. Aber entweder ist es ein Fehler gewesen von Turn 10 oder aber die... Der kommt jetzt noch irgendwie rein, als Free Car oder keine Ahnung was. Weil im Pack ist er nicht drin, das sind 7 Fahrzeuge, haben wir gesehen jetzt. Da ist er nicht drin. Und ja, keine Ahnung, was mit dem ist. Aber er ist auf jeden Fall schon mal hier fertig. Das heißt, er kommt irgendwann rein. Vielleicht nächsten Monat, wenn wir Pech haben. Aber jetzt haben sie ihn irgendwie schon selber geleakt. Ja, vielleicht kommt er nächste Woche oder so. Ich weiß nicht. Mal gucken, lassen wir uns überraschen. Ich finde es schon mal sehr geil. Weiterer kultiger Opel, muss man ja sagen. Also, wie gesagt, die Marke ist ja ein bisschen verpönt bei einigen von euch. Ich weiß es. Und allgemein ist es groß verpönt, aber die Opel, die sie bis jetzt reingebracht haben, Opel GT, Kadett, jetzt Manta, das sind wirklich Klassiker, das sind Kultautos, das sind Hammerautos und vor allem auch Rallye-Car, hallo? Wenn wir jetzt bedenken, wenn jetzt noch hier ein Ascona zum Beispiel reinkommt, ja, das ist auch so ein Fahrzeug, ja, das gibt so viele geile damals Fahrzeuge oder halt eben Calibra. Von mir ist auch gerne der Calibra ATC Rennwagen, ja, der wäre auch schon geil. Aber gut. Das einfach nur, ich wollte es auch noch kurz gesagt haben, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat. Vielleicht wisst ihr aber oder wissen wir zu dem Zeitpunkt, wo du dieses Video schaust, schon mehr. Wenn es was dazu gibt, wird es definitiv ein Video dazu geben. Da lasse ich euch natürlich nicht uninformiert. Das soll doch klar sein. So, wir springen zurück zu dem Fahrzeug. Und ich fahre da nochmal ein bisschen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal mit dem Fazit dieses Carpacks an. Also, wie am Anfang schon gesagt, als ich so zum ersten Mal über dieses Carpack geschlendert bin, dachte ich so, boah, nee, das ist ja... Gut, viele Rennwagen, aber ist es was? Ja, weiß nicht. Nee, ist nicht so besonders. Da haben wir schon geilere gehabt. So. Aber als ich dann mal wirklich mich, wie gesagt, dran gesetzt habe, mir ein bisschen so Daten von denen zusammengesammelt hat, wenn man dann halt wieder so bedenkt, ja, was die Historie auch hinter den einzelnen Fahrzeugen ist, gerade bei den älteren Rennwagen. Und gerade wenn man dann auch wieder bedenkt, hey, wir haben ein Gruppe-C-Fahrzeug dazu bekommen, wir haben einen Formelwagen aus den 60er Jahren dazu bekommen. Allein das schon, rennwagentechnisch ist schon sehr geil. Wir haben dieses geile IMSA GT-Fahrzeug dazu gekommen. Der 280ZX, das ist ein sehr, sehr geiles Fahrzeug. Der Abarth, freue ich mich schon drauf. Der ist 100 Pro, oder ich gehe davon aus, ich hoffe, dass der auch in Horizon mit drin ist. Und das ist schon sehr, sehr geil. Ja, muss man ja ganz klar sagen. Da kann man ja, denke ich, tuningtechnisch viel rausholen. Der Cadillac, ja, warum nicht? Und ich würde sagen, groß und ganz das Carpack. Ist was eher für Sammler und auch Leute, die auch eher was auch mit diesen älteren Rennwagen anfangen können, dann ist dieses Carpack Hammer. Für alle anderen schwierig. Ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung. Ich kann nur sagen, ich bereue es jetzt nicht unbedingt, diese 6,99 dafür ausgegeben zu haben. Da ich eh so ein bisschen ein Autosammler bin hier in Forza Motorsport, schadet es ja nicht, dieses Ganze zu erweitern und gerade halt auch ein Gruppe 5 Fahrzeug, ein IMSA Fahrzeug, altes IMSA GT Fahrzeug zu erweitern. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, das soll es gewesen sein von diesem Carpack Review. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so wäre, würde ich mich ein Däumchen nach oben freuen, wenn ihr
Wünsche habt oder Kritik, Anregungen, wie man es vielleicht im nächsten Carpack vielleicht besser machen könnte, vielleicht nicht gleich am Anfang das teure Schätzelein kaputt fahren oder sowas, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Die Option steht euch zur Verfügung. Da habe ich ja immer ein offenes Ohr bzw. offene Augen. Ja, offene Augen auch irgendwo. Ja, ich muss ja lesen. Ne? Gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin raus und dann bis vielleicht zum nächsten Carpack, nächsten Monat. Vielleicht kommt ja nochmal eins. Wäre cool. Ansonsten Carpex wird es ja auch bei Forza Horizon geben. Da werde ich nämlich selbstverständlich auch wieder Reviews zu machen. Also, bis zum nächsten Review. Oder im Let's Play. Oder einfach so auf dem Kanal. Oder, oder. Tschüssi.